fast gestreckten Händen. Okay, ich übertreibe es, glaube ich, ein bisschen. Hey Leute, weil mich danach viele gefragt haben, zeige ich euch heute eine kurze Anleitung, wie ich meine Wheelies mache. Und ja, und ich hoffe, ihr macht damit viele Fortschritte und ich kann euch ein bisschen weiterhelfen. Let's go! Schritt 1, ihr hockt euch schön weit hinten auf die Sitzbank, dass ihr ein Gegengewicht habt, wenn das Vorderrad später hochkommt, dass sich das schön auspendelt. Wichtig, wichtig. Schritt 2 ist, die Arme schön gestreckt lassen, weil umso mehr ihr die gestreckt haltet, umso mehr entsteht diese Balance zwischen Bike und euch. Probiert es erstmal im Eco-Modus, um einfach ein Gefühl zu bekommen, da macht ihr auch nichts falsch, weil nicht so viel Leistung da ist. Da kann eigentlich nicht sehr viel dann passieren. Und ganz wichtig, immer ein Finger Minimum an der Bremse zu haben. Meine Hinterradbremse ist auf der linken Seite, manche bauen das ja auch um. Meine ist auf der linken Seite, hier kann ich Gas geben, auf der linken Seite kann ich bremsen. Jetzt geht es an den Impuls setzen. Ich tue mir am leichtesten, wenn ich das Bike ein bisschen einfeder und dann brauche ich schon umso weniger Gas. Irgendwann findet ihr den Moment, ja, der gute Moment, den habe ich leider nicht mehr auf der Kamera oben. Ich bin dann leider nicht mehr zum Filmen gekommen. Dachte mir jetzt, weil sich sehr viele gewünscht haben, dass ich es endlich mal fertig schneiden kann. Und deswegen fahren wir jetzt an den Wheelie-Spot. Und dann zeige ich euch, wie ich meine Wheelies mache. Okay, ich bin jetzt am Wheelie-Spot angekommen. Und ich zeige euch jetzt mal onboard, wie ich das alles nacheinander mache. Also das Erste ist, ihr steht leicht auf, setzt euch wieder hin. Ihr steht auf und setzt euch wieder hin. Und während dem Hinsetzen gebt ihr dann einen leichten Gasstoß. Klar, ihr könntet auch hier zum Beispiel einfach nur einen Gasstoß geben und dann geht sie hoch. Ihr tut euch aber so viel leichter, wenn ihr euch hinsetzt und einen Gasstoß gebt. Theoretisch würde euch sogar reichen, wenn ihr nur einen ganz leichten Sitzerle macht. Also nur so ganz leicht wippt. Ihr müsst gar nicht so aufstehen und wippen. Es reicht eigentlich, wenn ihr so einen ganz leichten Impuls einfach nur setzt. So einfach nur ein bisschen hinsetzen. Aufstehen, hinsetzen, Gas geben. Und dann steigt es von alleine hoch. Und das müsst ihr jetzt einfach üben. Hinsetzen, Gas geben. Hinsetzen, Gas geben. Bis euch das bei euch drinnen ist. Finger, wie gesagt, bleibt immer an der Bremse. Weil der nächste Step ist, wenn ihr das schon ein bisschen drauf habt, dann versucht es nicht nur wieder abzusetzen, indem ihr vom Gas gebt, sondern versucht auch, das im Kopf zu haben, dass ihr im Wheelie dann einfach bremst. Ich bin jetzt am Gas geblieben. Ich zeige es euch nochmal. Ich gehe in Wheelie-Bremse und dann geht es automatisch runter. Und das ist viel, viel wichtiger, zu lernen, mit der Bremse wieder runterzukommen, als wie einfach das Gas wegzunehmen. Manchmal reicht es, das Gas wegnehmen nicht mehr aus, um den Wheelie abzubrechen. Und es rettet euer Bike und es rettet euch manchmal. Und dann versucht ihr immer wieder mit der Bremse abzusetzen. Also wie ihr seht, ich drücke immer wieder auf die Bremse. Ich kann am Gas so weit bleiben. Das bedeutet, wenn ich jetzt im Wheelie bin und ich bremse, dann kann ich mit dem Gas gleich bleiben. Und wenn ich die Bremse wieder loslasse, weil ich ja dann wieder runterkomme, kann das Bike wieder ein bisschen steigen. Und so könnt ihr euch so versuchen, so gut wie es geht einzupendeln. Die Beine lässt ihr am besten so nah wie möglich am Bike. Drückt das Bike zwischen eure Beine und wenn ihr mal nach links oder rechts kippt, dann versucht einfach mit dem Bein so ein bisschen rauszustrecken. Und wenn das nicht geht, versucht mit dem Kopf so ein bisschen nach links oder nach rechts zu gehen. Der Nachteil am Elektrobike ist auf jeden Fall, dass man seine Hände nicht am Auspuff wärmen kann. Und sucht euch am besten einen Platz, der leicht bergauf geht. Weil wenn es bergauf geht, dann braucht ihr weniger Leistung, um das Bike hochzubekommen. Und da tut ihr euch, glaube ich, so als Anfänger wesentlich leichter, als wenn es bergab geht. Weil bergab müsst ihr natürlich umso weiter nach hinten kommen, dass ihr nicht schneller werdet. Weil sonst geht ja irgendwann die Leistung flöten bei der Suron. Und dann habt ihr, ja, okay, ich war eindeutig gerade zu langsam. Sie ist nicht mehr nach hinten, nach vorne gekommen, weil ich einfach zu wenig Geschwindigkeit drauf hatte. Ich habe die Bremse total gepackt, aber hat nichts mehr gebracht. Und es ist auch einfach so ein geiles Gefühl, wenn das Vorderrad so extrem hoch geht und ihr mit den fast gestreckten Händen. Okay, ich übertreibe es, glaube ich, ein bisschen. Okay, das war ein bisschen too much.
Da will ich, glaube ich, zu viel. Jetzt habe ich auf jeden Fall einen nassen Hintern. Nice. Meine Bremsen sind auch nicht mehr so gut. Oder die Bremskraft ist wegen der Kälte. Bist du nice. Vielen Dank fürs Zuschauen. Man sieht sich spätestens im nächsten Video. Haut rein. Bis zum nächsten Mal und tschüss, Leute. Und einen schönen Winter.